Simo, heute 800, wieder mal. Ich kann mich schon mal an eine Silbermedaille erinnern. Über 800, wie sehr hast du das Rennen noch mal vor Augen geführt? Ich habe schon ein paar Mal dran gedacht heute. Aber heute war es einfach, das war einfach brutal. Also, weiß nicht, 49 angehen, das ist einfach nur Weltklasse. Ich habe auf die Uhr geschaut, habe gesehen, die 52 und hat's mir eigentlich schon gedacht, okay. Und dann muss jetzt noch irgendwie hinterm Schönball her und das war dann halt schon richtig hart und ich habe gemerkt, okay, du musst gucken, dass du noch Vierter wirst. Das habe ich am Ende dann geschafft, aber so ein knalle Rennen, so früh, so schnell, das habe ich noch nie erlebt. Aber in der Vorbereitung für die 1500 nächste Woche muss das auch ein gutes Zeichen sein, oder? Ja, das auf jeden Fall. Also ich denke, das hat mir jetzt nochmal einen letzten Schub gegeben. Und 800 Meter ist eigentlich eine gute Zubringerstrecke. Und ich denke, die letzten Jahre gingen die 1500 nie schnell weg bei der EM, bei der U23 EM. Und ich denke, da sind Sprintqualitäten doch eher gefragt, als vielleicht jetzt eine extreme gute Bestzeit. Die erste Hälfte der Saison, da warst du etwas still. Man hat nicht so viel gehört. Was war los? Ja, das Training lief so gut, dass ich mir in Italien eben Bänderriss geholt habe. Wir waren im Wald, haben einen Tempolauf gemacht und natürlich in der weit entferntesten Ecke habe ich mir einen Fuß verdreht, also richtig übel sogar. Und er war dann sofort knalledick und ich habe gedacht, okay, was machst du jetzt? Ich habe dann am Tag danach gleich weiter trainiert mit Schmerzen und einem dicken Tapeverband, aber das hat dann nicht hingehauen. Dann bin ich danach zum Arzt gegangen und er hat gesagt, okay, er braucht nicht mal in die Radiologie mich schicken, das ist ein Bänderriss und ich sollte mal 6 Wochen oder 5 Wochen Pause machen. Und das habe ich dann gemacht. Das ist natürlich richtig hart, wenn man dann schon sieht, dass die anderen richtig gute Zeiten laufen und man strebt dann sofort, immer sofort wieder anzufangen, guckt, dass man so viel wie möglich alternativ macht. Und ich habe dann wieder Mitte Mai angefangen. Ich hatte 3 Dauerläufe gemacht und habe ich Probleme mit dem Knie bekommen, hatte dann, weil ich falsch belastet habe. Und dann muss ich nochmal eine Woche Pause machen, sprich ich bin Mitte, Ende Mai erst wieder ins Laufen zurückgekommen. Wie sah das Alternativprogramm aus? Was konntest du machen? Also ich gehe nicht so gern ins Wasser, ich gehe mal gern zum Reinplanschen ein bisschen, aber in der Regel bin ich eigentlich nur Fahrrad gefahren. Das halt täglich 2 Stunden und dann noch ein bisschen ab und zu mal in den Kraftraum. Ich muss ja halt so gucken, dass ich den Fuß nicht verdrehe bei jeglichen Übungen. Und das ist schon eine harte Zeit, weil irgendwann, das macht die erste Woche Spaß Radfahren, aber dann wird es halt irgendwie alles so ein Zeug, was halt keinen Spaß macht, außer Laufen. Das macht schon am meisten Spaß. Jetzt in dem Moment, als du den Fuß verknackst hast und auch in dem Moment, als der Arzt dir gesagt hat, 6 Wochen kein Laufen, wie sehr hast du daran an die U23 gedacht und noch den Glauben an die Qualifikation? Gezweifelt an mir selber habe ich nie, aber da bricht in dem Moment so eine Welt für einen zusammen, weil das war mein Ziel, das war schon letztes Jahr mein Ziel. Letztes Jahr war ein Übergangsjahr und ich habe gesagt, mein Ziel für nächstes Jahr ist einfach nur, 2013 nur zur U23 EM zu kommen und mich dort nochmal verbessern im Vergleich zu 2011. Und in dem Moment denkst du halt wirklich nur, okay, eigentlich nur Scheiße, du hast jetzt den ganzen Winter echt hart trainiert und jetzt hängt es an so einer scheiß Sportverletzung, die nicht mal mit Überbelastung zu tun hat, bleibt jetzt irgendwie doch auf der Strecke dieses große Ziel und ja, es war in dem Moment schon richtig niederschmetternd. Wie hast du denn das Training aufgebaut, als du wieder reinkommen konntest und hast du gemerkt, dass die 3,42 drin waren? Gemerkt habe ich es nicht, aber ich habe an mich selbst geglaubt. Weil in dem Moment darfst du eigentlich nicht zweifeln. Und eigentlich war geplant, dass ich mit Dauerläufen gleich wieder anfange, aber das war dann halt so spät hin. Ich hatte dann, glaube ich, noch 28 Tage bis Nominierungsfrist. Und da kannst du einfach nicht mehr langsam aufbauen. Und da musst du einfach gerade raus auf die Bahn und entweder klappt's und du kommst ohne Verletzung dann weiterhin durch oder es klappt halt nicht. Und ich hatte mir eben das Ziel gesetzt, ich muss dahin. Entweder es klappt oder ich verletze mich halt nochmal. Aber versuchen tue ich es unbedingt, weil die EM nächstes Jahr in Zürich ist nochmal eine Stufe höher und ob man das sofort auf Anhieb schafft, ist natürlich dann schon nochmal die andere Frage. Und überrascht dich dann doch, dass du hier bei den deutschen Meisterschaften mit dem Trainingsverfall doch so gut ausschaust über eine Unterdistanz? Ja, ich muss sagen, die 800 Meter machen mir sogar einen Ticken mehr Spaß als die 1500. Ja, weiß nicht. Also, ja, ich wäre vielleicht im Effektiv vielleicht schon lieber 1500 Meter gelaufen, weil ich mir doch heute, wenn ich den Rennverlauf angeschaut habe, mit dem Endspurt und ohne Vorlauf natürlich vielleicht ein bisschen besser ausgesehen hätte. Aber 800 war eigentlich schon dann, als ich eben die Nominierung hatte, dieses Ziel, dass ich dort eben auch gut laufe. Und jetzt, nächste Woche, dein Ziel? Endlauf. Und man will sich ja immer verbessern und ich war ja schon vor 2 Jahren mal im Endlauf und bin dort Sechster geworden. Also mehr brauche ich eigentlich nicht sagen. Alles klar, dann wünsche ich dir ganz viel Glück.